Hallo Leute und willkommen zurück zu Galactic Civilization 4. So, es gab mittlerweile einen weiteren Patch. Ich zeige euch mal eine Änderung. Ja, das ist zwar nur eine Kleinigkeit eigentlich, aber mit einer starken Wirkung. Und zwar sehen wir jetzt bei den Galactic Challenges, wie viele Prestigepunkte wir jeweils kriegen. Also hier zum Beispiel 70. Ja, wenn wir gegen alle anderen in den Krieg ziehen würden. 50. Hier, wenn wir so ein Gebäude errichten, 20. 75. Ja, und so weiter und so fort. Hier unten sogar 100 Prestige. Dafür müssen wir als Voraussetzung die Precursor Origins erforschen. Das dauert jetzt bei uns noch 2 Runden. Dann können wir das starten. Mal schauen. Was mich ein bisschen schutzig macht, ist, dass das hier farblich so anders hinterlegt ist. Na ja gut, schauen wir uns mal in 2 Runden an. So. Und weiter geht's. Wir haben eine Precursor-Anomalie erforscht. Also eine rote Anomalie. Und wir bekommen 300 Forschungspunkte. Und damit haben wir Precursor Origins abgeschlossen. Okay, so schnell kann es gehen. Logistik plus 10, Schiffsreichweite plus 10. Aber wir werden hier mal in die Laserwaffen investieren. Auch sofort abgeschlossen, dafür haben die 300 Forschungspunkte noch gereicht. Und hier haben wir Laserangriff plus 10%. Okay, dafür haben die 300 Punkte nicht mehr gereicht. Wir haben nämlich hier eine Mission laufen, Laserwaffen upgraden. Und das ist genau diese Technologie, die wir jetzt drin haben. So. Wir können die Galactic Challenge jetzt starten. Thron von Arnor. Machen wir das mal. Also diese farblich andere Hinterlegung, die hat nichts zu sagen. Okay, die Navigatoren haben eine legendäre Arnor-Welt entdeckt am Rande des Raumes. Okay, da wird ein sirenenartiges Lied in die Galaxie ausgestrahlt. Die Einflusszone des Planeten breitet sich rasant aus und wird die gesamte Galaxie bedecken, wenn wir es nicht stoppen. Und es gibt dort auch eine Sentinel-Flotte, die diesen Planeten verteidigt und es schwierig machen wird, den Planeten anzugreifen. Ja, Mission wird gestartet. Wir müssen die Welt finden und zerstören. Tja. Da ist jetzt die große Frage. Wo ist sie? Unsyndikat. Ihr seid doch gute Freunde von uns. Okay, Aufklärungsabkommen kann nicht geschlossen werden. Okay, wir müssen ihn noch 10 Runden länger kennen. Mal offene Grenzen vereinbaren. Gib uns dafür ein paar Credits. Überreden versuchen, Chance von 64%. Hat geklappt. Noch mehr Credits. Jawohl. Akzeptieren. Und
sind eure besten Freunde. Jawohl. Wir können da jetzt noch einen Diplomaten hinschicken und dann haben wir eigentlich alles soweit ausgereizt. Übrigens, die Fester werden das nicht gut finden, dass wir hier Freundschaft mit den Krinn geschlossen haben. Weil die im Krieg sind miteinander, gegeneinander. Diplomaten. Ah, der kann nicht mit Geld umgehen. Kostet aber nur 134 Credits. Ah, das passt. Diplomatie. Syndikat. Geht der direkt mal dorthin. Und sorgt für gute Laune. Okay. Ja, ich möchte nämlich mit den Krinn, weil die da oben sind, möchte ich sehen, was die sehen. Vielleicht finden wir dann diese besondere Welt. Ah, das ist eine Minenbasis. Wollen die doch nicht bei uns? Sternbasen bauen. Wir haben ja eigentlich alles geclaimed. Okay. Einfach mal nächste Runde. Okay, Grundsyndikat, komm. Und... okay, die Festfrauen kämpfen nicht mehr gegen die Memo. Schiffsupgrades verfügbar, okay. Das ist klar. Da haben wir ganz viele. Unsere Forschungsschiffe. Die können haufenweise upgegradet werden. Okay. Ja, den müssen wir erst mal finden, ja? Was bauen wir als nächstes? Haben wir... ja, wir haben ganz viele Bewohner. Wir können... Konstruktoren bauen und dann bauen wir Militärbasen an strategisch wichtigen Punkten. Ein Frachter. Der geht hier irgendwo zu dem Memo. Noch ein Frachter. Ja, da hat mir ja ganz viele in Auftrag gegeben. Oh, die Festraum mit einem Handelsangebot, aber ich denke mal, das wird eher... oh, die würden uns ganz viele Credits geben. Artefaktstudie möchten sie von uns haben. Und plus 4 Logistik, die Technologie dafür. Monsatium bieten sie uns an. Das ist interessant. Ja, 2046 Credits. Okay. Annehmen. Ich brauche noch eine ganz gute Finanzspritze jetzt. Unsere ganzen Handelsschiffe sind unterwegs. Und hier unsere Flotte, die möchte den Precursor einen
Besuch abstatten. Boah. Okay. Ganz Haufen. Ja, wir sind full life. Angriff. Jawohl. ...532 Schaden. Und... ...hier haben wir ein Escort-Schiff, das Schaden kassiert hat. Aber die sind ja auch spezialisiert darauf, den Schaden zu tanken. Das ist aber schlecht. Moment. Einmal den Konstruktor befüllen. Erwartungshaltung minus 10%. Boah. Erwartungshaltung minus 29%. Dann geht man direkt aufs Schiff. Und jetzt sehen wir noch. Okay, gut. Aber es wäre schade gewesen, die Schlacht nicht zu sehen. Kann auch sagen 1,5. Geschwindigkeit 1,5. Ja, der Battleview, der braucht noch ein bisschen Liebe. Okay, wurde gar kein Schaden deflected, obwohl wir Raketenabwehr dran haben. Haben wir doch, ja. Okay, mit der freien Ansicht ist okay. Okay, jetzt wurde hier gerade mehr abgefangen. Schauen uns das gleich nochmal im Battlelog an. Ja, wir haben 48 Schaden kassiert. Hier wurden 10 Schaden eigentlich wären ausgeteilt worden. Und durch unsere Raketenabwehr wurden 9 abgefangen. Und dann kommt halt ein Schaden durch. Da ist ein hoher Zufallsfaktor mit dran. Ja, hier wurden dann halt 29 Schaden gemacht, gar nichts abgewehrt. Aufgrund des Zufallsfaktors, der da drin enthalten ist, sehr schwer nachzuvollziehen, wie das genau funktioniert alles. Okay. Aber im Durchschnitt hat man ja gesehen, dass die Abwehr schon nützlich ist. So, und dann... Oha, wir haben da kein Forschungsschiff dran. Irgendein Forschungsschiff. Einmal dahin. Ganz schnell. Aus andere wegschnappen. Ja, noch Upgrades durchführen. Bewegungsgeschwindigkeit plus 1. Oh. Ja auch. Da könnten wir auch den Angriff erhöhen. Für Durantium. Ja, aber wir werden die Bewegungsgeschwindigkeit steigern. So. Wir sind jetzt schon in der nächsten Runde. Und deswegen können die sich auch wieder bewegen. Ja, ich hätte gerne halt hier eine Front gegen die Navigatoren und dann halt hier auch Abwehr.
Also dort, wo der Resektorverbindung anfängt. Haben wir noch rote Anomalien? Ich sehe keine mehr. Nur die eine. Okay, dann gehen wir mal mit der Flotte zum Eingang. Und auch dort bauen wir Constructor. Achter. Den Memo. Nächste Forschung. Recursor Studien. Da können wir unsere Artefakt-Forschung noch einmal aufwerten. Okay, das machen wir. Können auch alternativ in Richtung Transporter gehen, dass wir halt jetzt mal ernst machen mit den gegen die Navigatoren. Hier Invasion. Im Bereich der Kriegsführung. Noch einmal hier rüber absichern. Dass wir die Voraussetzung haben. Haben wir nämlich noch nicht. Das ist diese hier nämlich. Da kriegen wir auf einen Schwung plus 50 Kontrolle. Die Politikkarte Bürokratie, Logistik plus 4. Und wir können die Zustimmung von Kolonien 25 Runden lang steigern. Aber die Zustimmung von Kolonien habe ich schon öfter erzählt, die ist aktuell. Das ist zumindest mein Wissensstand, egal. Geht nur um die Zustimmung von Kernwelten. Ja, und danach können wir dann halt planetare Invasion erforschen und darüber dann Truppentransporter bauen. So, Constructor. Mindestens einer hier für den Eingangsbereich. Oha, da bewegt sich auch einiges. Da die Navigatoren. Nächster Constructor. Auf dem Paradies. Ja. Die möchten lieber auf einer Wasserwelt sein. Oder halt auf einer Sternenbasis. Und der hier war ja so kritisch. Ja, minus 27%. Viel zu hohe Erwartungshaltungen. Wir möchten 10% unserer Credits haben. Wir haben nicht genug Geld, um euch zu helfen. So. Die Konstruktoren, die können ja, brauchen wir hier gegen die Navigatoren wirklich Militärbasen? Wir bauen mal lieber hier so eine Phalanx auf. Ja, der erforscht jetzt die Anomalie, wunderbar.
Die Momo haben Krieg erklärt gegen die Festung und noch gerade erst für Frieden geschlossen. Na gut. So. Ein weiterer Constructor. Auch dein. Und die werden jetzt gestellt auf Wachen. Da ist noch eine Flotte. Oder ein einzelnes Schiff. Ja, das passt aber hier nicht rein. Außer man tauscht ein bisschen aus. Man sagt vielleicht, okay. Jetzt 4 Escort-Schiffe ist ein bisschen viel. Lieber nochmal ein Schiff, das ein bisschen mehr Schaden austeilt. Ja, da bin ich beim Designer blöd vorgegangen. Habe ich für Escort-Schiffe und für die Capitals das gleiche Bild genommen. Okay, da haben wir das. Und das Escort-Schiff, das kann... Da haben wir noch eine zweite große Flotte. Die wird hier gerade repariert. Ja, dann kann das Schiff ja ruhig reinfliegen. Ja, ich soll nach draußen in der Hoffnung, dass dann die Bewegungen schneller ablaufen. Vielleicht ist das auch falsch. So. Wasserplanet. Er darf auf eine Sternenbasis. Okay. Und hier sind wir soweit fertig. Ah ja, da haben wir die Produktion nochmal angekurbelt. Und hier das Militär. Plus 35% in Summe. Das werden wir hier dann hoffentlich nicht sehen. Also hier die 5%. Ja. Durch die Stellare Schmiede plus 5%, Stellar Forge. Und bei der Schiffswerft plus 82,98 durch das vom Paradies. Das. Schwierig nachzuvollziehen. Muss man dran glauben. Okay. Gut, dann haben wir... Auf jeden Fall sind die Zahlen größer geworden. Das passt auf jeden Fall. Ja, wir können ja noch weitere Kriegsschiffe bauen. Bauen wir mal... Eine Kombination aus zwei Angriffsschiffen und einem Verteidigungsschiff. Okay. Nächster Constructor. Auch nach oben.
Bericht von einem Forschungschef. So 10%. Ja, das war sogar eine Precursor-Anomalie, die rote, die wir gerade erforscht hatten. So 10% Produktion auf allen Welten. Also das lohnt sich. Und dann setzen wir das Spiel, das Schiff auf automatisiert. Auch ein Constructor. Okay, und hier noch was produzieren. Wir können Terraforming betreiben mittlerweile. Ja, ich einmal hier Terraform. Schauen. Jetzt sehen wir ja nur ganz kleine Ausschnitte und es geht wunderbar schnell. Okay, Leute, also nicht rauszoomen, sondern reinzoomen, damit es schneller geht. Eine Nachricht der Navigatoren. Die schnurren uns an, ihr kriegt kein Geld von uns. Wir haben bekommen 50 Kontrolle und halt die Möglichkeit der Logistik um 4 zu erhöhen. Und ja, das war mit der Zustimmung. Okay. Planetare Invasion. Jetzt haben wir hier mittlerweile 8 unterschiedliche Exekutivbefehle, die wir ausführen können. Anführer einladen erst in 15 Runden wieder. Drei Verteidigungsschiffe. Kostet 100 Kontrolle. Und Zustimmung minus 10%. Okay. Schauen wir mal, dass wir das eventuell einsetzen, wenn wir angegriffen werden. Ansonsten ist ja jetzt nichts bei, was wir unbedingt brauchen. Ja, plus 1 Diplomatie für 30 Runden. Das könnte man vielleicht noch einsetzen. Ja. Wir kriegen jede Runde 2,2 Kontrolle. Wir wissen eigentlich nicht, wohin damit. Wir machen das ruhig mal. Machen wir es überall ein bisschen beliebter. Und hier könnten wir jetzt, da haben wir ja gerade terraformt. Oh, Kimberless Refuge. Das geht, weil wir jetzt einen Monsatium haben. Da kriegen wir nochmal plus 1 auf Compassion, was bei allen Bürgern plus 1% Zufriedenheit gibt und unserer Ideologie. Und angrenzend plus 3 auf Bevölkerung. Machen das hier mal kaputt. Setzen das da rein. Dann kriegen die links und rechts plus 3. Und hier kriegen wir für jedes Level plus 30% Wachstum. Also kommen dann nochmal 30% dazu. Ja. Und hier kriegen wir. Ja, das müssen wir dann mal sehen. Es wird halt jetzt kein Level-Up angezeigt. Ich glaube 0,5 Bevölkerungsmaximum pro Level. Also durch Kimberless Refuge schon nochmal 1,5 mehr Bevölkerungsmaximum. Und hier können wir bauen. Ja. So ein Büro, das die Kriminalität um 10% senkt.
Ja, Militärverbesserung bräuchten wir dann eher da unten. Ja gut, bauen wir hier ruhig dieses Büro. Wir haben da ja jetzt schon 1% Kriminalität. Okay. Gut, Leute. Dann haben wir in 4 Runden die planetare Invasion erforscht. Schauen, dass wir das Aufklärungsabkommen mit den Kryn schließen, um dann hoffentlich hier diesen Thron zu finden. Ah, den haben wir ja bis jetzt noch nicht entdeckt. Da bauen wir weiter Militär auf. Verteidigen hier. Greifen hier an. Das ist der Plan. Okay. Gut, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.